Okay, in dieser Demo möchte ich auf einiges hinweisen, warum bislang die meisten Magnetmotorversuche nicht funktionieren. Und zwar ist es nämlich so, dass sich zwei Magnete, die sich gegenseitig abstoßen, sich quasi wie eine Feder verhalten, die unter Spannung steht. Und somit ist es nicht möglich, in diese Magnetreihe hineinzukommen. Es gibt dort nämlich zu Beginn einen Stickpoint, also den Punkt mit einem großen Widerstand, den man einfach so ohne Energie zuzuführen nicht überwinden kann. Es ist also nicht möglich, da reinzukommen. Und erst wenn man zusätzliche Energie von außen zuführt, kommt man quasi in diese Magnetreihe. Und erst dann ist eine Bewegung möglich, bis sie sich dann am Ende wieder abstoßen. Und dieses Problem versuchen die meisten mit Abschirmen zu überwinden, was aber auch nur bedingt funktionieren kann. Denn es gibt nämlich bis heute keine Stoffe, die die besondere Eigenschaft haben, Magnetfelder abzuschirmen und sich dabei nicht selbst magnetisieren. Das heißt, auf diesem Weg wird es vermutlich nie funktionieren. Nun habe ich dieses Problem anders gelöst. Einige von euch kennen ja bereits die Versuche. So, schauen wir uns mal dieses Gate an. Es ist geformt wie ein offenes U, beziehungsweise ein offenes O. Oh. So. An den Lamellen sitzen Magnete in einem gewissen Abstand zueinander und in einer gewissen Neigung zueinander. Wobei die Lamellen in sich auch noch leicht gekrümmt sind, und zwar eine so und die andere genau entgegengesetzt. Kann man schlecht erkennen, ist aber so. Nun ist es so, dass dieser Magnet, beziehungsweise die ganze Reihe und die unteren Magnete, alle mit demselben Pol nach außen stehen, nämlich mit dem Nordpol. Führe ich jetzt einen zweiten Magneten hinzu, und zwar wieder mit dem Nordpol, dann stoßen sich die Magnete dementsprechend ab. Das ist ja soweit nichts Neues. Es ist jedoch so, dass bei dieser Konstellation der Magnete sich zwischen den Magneten ein Nullpunkt bildet, wo sich die Felder quasi umkehren. Das heißt, ich habe dort eine Abstoßung, ich habe hier eine Abstoßung, aber genau dazwischen ist jetzt eine Anziehung. Also, so stößt es ab, so stößt es auch ab. Führe ich denselben Magneten aber in die Mitte, gibt es eine Anziehung. Da gibt es eine Abstoßung. Also ich stelle die Kamera am besten hin. So. Da gibt es eine Abstoßung. Und da oben auch. Aber in der Mitte gibt es eine Anziehung. Und genau da ist der sogenannte Nullpunkt. Der funktioniert an sich genau wie eine Abschirmung. Das heißt, die Magnete bringen bereits die Eigenschaft der Abschirmung mit sich. Und zwar jeder einzelne. Es ist nur wichtig, dass sich zwei Magnete gegenüberstehen in einer gewissen Entfernung voneinander. Und zwar immer abhängig von der Magnetfeldstärke. Das heißt, werden die Magnete kleiner, so ist der Spalt auch kleiner. Sind sie größer, also stärker, wird der Spalt auch größer. Okay, dazu ist Folgendes zu sagen. Wir haben ja vorher gesehen, dass es diesen Stickpoint gibt, den man so ohne weiteres nicht überwinden kann. Man muss, wie gesagt, von außen ein wenig nachhelfen. Es ist ja auch nicht möglich, einen Pol auszuschalten. So. Mit solch einem Gate ist es aber ohne weiteres möglich. Und zwar passiert Folgendes. Das Gate geht zum Stator, wird
an diesem Punkt angezogen. Der Stator geht genau über den Nullpunkt des Gehts hinweg und direkt dahinter gibt es eine Abstoßung, so dass das Geht einfach aus dem Stator rausgehen kann. Das heißt, die Drehrichtung ist vorgegeben, sie ist sogar zwingend, weil ab diesem Weg wird das Geht in den Stator hineingesaugt, geht über seinen Nullpunkt und wird dann wieder abgestoßen. Das bedeutet, die Drehbewegung ist nur einseitig gerichtet. Zu der anderen Seite geht es nicht. Da ist die Abstoßung. Da sieht man es ganz deutlich. So, was passiert nun, wenn ich es einfach auslaufen lasse? Und zwar aus dem Stand, so wie jetzt. So, bis dorthin kommt das Geht durch einen einzigen Impuls. Das ist fast eine ganze bzw. eine halbe Drehung mit einem Stator und einem Geht. Nochmal, also ich lasse das mal ein bisschen stehen. Hier gibt es keine Drähte, keine Motoren. So. Das gleiche nochmal, aus dem Stand. So, ab hier geht die Anziehung los. Na los. So, okay. Ein einzelner Impuls reicht aus für eine halbe Drehung. Beziehungsweise das sind eigentlich drei Viertel. Denn wenn ich da starte, nee, das sind keine drei Viertel. Stimmt, das ist fast eine halbe. So, jetzt bin ich selber auf dem Holzweg. Okay. Also, wie gesagt. Ach so. Ich habe in den Stator selber ein Stahlblech geklemmt. Und zwar ungefähr in die Mitte. So, dass ich quasi das andere Ende damit abschirme, wobei das nicht nur durch das Blech abgeschirmt ist, der Pol vom Gegenende wird über das Blech auf das andere Ende übertragen. Na? Also von hier nach da. Somit ist das andere Ende des Stators sowieso geschwächt und wenn man den Effekt noch ein bisschen verstärken möchte, dann stellt man so einen Eisenklotz hin. Also einfach nur ein Stück Metall vor das andere Ende des Stators stellen. Das muss auch nicht verbunden sein, das reicht, wenn es in seiner Nähe steht. Und das scheint wirklich zu funktionieren. So. Also. Ich stelle es am besten dahin. So. Okay. So, nochmal. Da geht's los. Das ist die Lösung. Alles klar. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Demo.